So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu immer noch der Mad Dog Challenge. Ich konnte tatsächlich den Spielstand laden, was ich jetzt persönlich ganz geil finde. Das hatten wir hier aufgehört. Jetzt war natürlich beim letzten Mal das so, wir sind da untergegangen, als wir eine Karawane Händler ja, aufgenommen haben, begrüßt haben. Jetzt dachte ich mir, vielleicht ist es auch Teil der Challenge. Einfach, dass ich auf alles schießen muss, was sich mir begegnet. Also dann, das heißt, ich darf quasi niemanden annehmen oder doch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich dachte mir so, Besuchergruppen vielleicht, aber so Händler. Aber wie komme ich dann weiter? Na, die Frage ist einfach nur, kann ich überleben? Ja? Ich denke schon, dass ich auf alles schießen muss. Wir wären ja nicht der Mad Dog. Allerdings dachte ich mir für den Mad Dog, wäre es ganz gut, wenn der eigentlich gut forschen könnte, weil es ja ein verrückter Professor ist. Also da müsste ich vielleicht nochmal nacharbeiten. Ansonsten probieren wir es jetzt hier einfach nochmal mit dem Spielstand. Und ich versuche jetzt hier tatsächlich das mit geothermaler Energie hier zu versorgen. Okay, Energie ja nicht, aber ihr wisst schon was. Geothermal. So mit der Hitze halt. So. So. Wir versuchen auf jeden Fall hier Hitze aufzubauen und die bei uns hier so, ja, das Holz ist ein Problem. Wir machen das mal, aber guck mal, der Kanal muss ja hier irgendwie so, der muss dann ja hier rein. Das ist ja krass. Das braucht ja elends viel Holz. Guck mal, wenn wir jetzt hier zumachen, dann muss der Kanal ja hier so, 60. Und dann hier ist jetzt die Tür. Das ist natürlich saudumm. Wir müssen ja so wenig. So. Und dann den raus. Nee. Wir müssen eins weiter hier rüber. Noch mehr. Eieieiei. Funktioniert das denn? Dann, damit das eigentlich wäre ein gerader. Ja, ist glaube ich egal, ob ich ihn hier so gerade mache, oder? Verbraucht das weniger? Nee, ich glaube, das kommt genau auf selber raus. Aber ja, wir können ja mal gucken. Ach, jetzt ist das hier offen. Ne, lass dir mal das lieber wieder zugehen. Also da brauchen wir jetzt auf jeden Fall ganz viel Holz. Er muss halt irgendwie überleben, der gute Mad Dog, ne? Unterkühlung leicht, ja. Wir müssen Prioritäten setzen. Genau, bastel das mal. Er baut das hier mal. Und wenn er zu sehr unterkühlt wird, dann müssen wir ihn wieder dann da rein. Oh, er ist schon stark unterkühlt. Kannst dich mal hier wieder aufwärmen ein bisschen. Das ist natürlich bitter. Unterkühlung leicht, ne? Das bringt schon was, ne? Das bringt schon was. Jetzt wird er gegrillt. Hitzschlag, scheiße. Okay, wieder raus. Wieder raus. Das ist natürlich bitter. So, also. Er erkältet, also er friert ein, hat aber einen Hitzschlag. Das ist eine interessante Kombination, die ich bislang auch so noch nicht hatte. Aber guck mal, der Hitzschlag geht dafür schnell weg und die Unterkühlung bleibt leicht. Trag das mal, nimm das mal mit und dann baue hier mal. Das ist wichtiger. So. Das ist nämlich viel wichtiger. Es wird denn niemals wird das Holz reichen. Das wird noch eine echte Herausforderung. Aber ich bin ja gespannt, ob das schafft, dass wir hier. Die Tür ist eigentlich auch Quatsch. Die Tür ist Unfug. Die kannst du wieder abreißen. Ob wir da jetzt so weit hinkommen, dass wir ihn hier stabilisiert bekommen, ne? Das ist jetzt schon mal eine geile Challenge eigentlich. Das können wir auch abreißen. Was macht er jetzt? Reißt er die Holzwand ab? Gut, gut. Ey, das könnte funktionieren, Leute. Das reißen wir auch ab. Das könnte tatsächlich funktionieren. Was nur? Was hat er? Was hat es? Unterkühlung leicht. Beobachtet Sonnenuntergang. No, no chance. Sorry, Bro. Aber das wird nicht passieren. Diesen Sonnenuntergang. Er ist richtig crazy, einfach nur. Unser lieber Mad Dog. So, komm schon, hau das mal weg. Guck mal, jetzt ist wieder warm. 16 Grad im Freien. Das ist doch ganz geil. Wir brauchen einfach auch Klamotten, so. Ich glaube, das wäre alles gar nicht so schlimm. Ich glaube, das wäre alles gar nicht so schlimm.
So, Verwirrung. Warum? Was ist sehr hungrig? Ja, scheiße. Das macht jetzt natürlich nicht besser, wenn du hier einen auf Psycho machst, Junge. Guck mal da, was du da gefunden hast. Medizin, pfeif du doch die rein. Er hat die ganzen Bären hat er schon weg, ne? Ah, Mist. Hier, kommen wir nehmen da noch den. Darf er sich noch holen, schnappen. Sonst muss halt einer seiner Wespen da essen. Nee, Libellen dürfen nicht gegessen werden, so. Die Würde der Libelle ist unantastbar. Also. Wo haben wir noch was? Jetzt müssen wir eh gucken, ob er den Spaß der überhaupt überlebt, ne? Hier von wegen Anfall und so. Ja, da sind schon einige Bären. Das ist schon ganz geil eigentlich. Hätte ich ihn mal... Boah, man muss da echt besser aufpassen, dass der nicht hier so abkackt. Der Typ. Komm, Mad Dog, beruhig dich mal. Du, wenn du jetzt da nur so rumläufst, das macht die Sache nicht besser. Ich schwöre, du musst ja davon was essen. Ne? Ja, Hunger, ist schon klar. Nahrungsmangel trivial, jetzt beruhig dich halt mal. Oh, immer diese Psychopathen, ne? Unglaublich. Also zu seiner Verwirrung ist jetzt auch noch eine Kältewelle hinzugekommen. Es ist unglaublich. Also ich glaube, das war es wohl wieder für ihn hier, den kleinen Mad Dog. Guck mal, da hätte sich doch auch so einen Hasen schießen können hier. Da, den nimmst du dir mal vor. Wenn du wieder bei Bewusstsein bist, wenn das nochmal was wird. Ich bin ja gespannt, ob jetzt seine Verwirrung nur durch Erschöpfung aufgehalten werden kann. Also, ne, dass er muss umkippen, damit er aufhört. Und, ja, das hätten wir eigentlich auch bald erreicht. So langsam reicht es auch wieder. Ich mache immer so kleine Schnittpausen dazwischen. Und hoffe, dass er wieder zu sich kommt, der Gute. Mann. Man muss doch irgendwie eine Möglichkeit haben. Ah, ist er hingefallen. Eine Vorratskapsel. Yes. Ah, Stahl. Geiler Scheiß. So, jetzt machen wir mal hin. Warte mal. Du liegst ja jetzt nicht im Kalten. Bau das hier mal eben weiter. Jetzt isst du... Na, erstmal isst du was. So, warte mal. Erstmal isst du hier bitte die Beeren. Und danach baust du da deinen Holzschmarrn da weiter. Wie geht's ihm denn? Ja. Nahrungsmangel leicht, Unterkühlung leicht, ist okay. Nee, nicht schlafen. Hier weiterbauen. Das ist wichtig. Oh, guck mal, das ist sogar schon fertig. Nee, mach mal hier fertig. Mach mal hier weiter. Mach mal da weiter. Er ist aber auch nervig, ne? Er soll ja nicht draußen schlafen, da wo es wirklich kalt ist, sondern... Ach, bist du blöd. Schlaf doch nicht draußen. So. Es muss ja ein bisschen... So, hier, das musst du auch noch zumachen. Er legt sich halt echt draußen hin, ne? Ja gut, wir lassen so ein bisschen pennen, wir beobachten so ein bisschen hier in der Unterkühlung stark, ist natürlich nicht so gut. Nicht, dass ihm irgendwas abfriert. So, wie ist es jetzt denn da mit der Wärme da drin? Transportiert sich das hier? 11? Nee, ne? Das gibt's ja nicht. Wieso? Was? Wieso? Hä? Aber weil das nicht überdacht ist. Oder was? Ach, komm schon. Liegt das echt am Dach? Ne, das ist aber überdacht. Aber deswegen hier. Kann es sein, dass das alles hier entfleucht? Ich dachte, wir könnten den Raum hier so nutzen, dass er sich hier aufwärmen kann. Guck mal, er muss doch hier warm werden. Das kann doch nicht wahr sein. Außer zu minus 6 Grad und hier kommen irgendwie 150.000 Grad raus. Ach, Mad Dog. Ja, ich glaube, das war's jetzt wirklich. Meine Lieben, ich glaube, ich fange jetzt tatsächlich ein Neues an und werde den Mad Dog nochmal kurz anpassen. Und dann diese unnötigen Fliegelibellen hier, Zulu, Piggy. Oh Mann, ey. Ich finde die ja schon ganz nice. Wir müssen die abrichten auf tödliche Riesen. Ich weiß, also 6,6 Schaden ist schon krass. Bis zur nächsten Episode, meine Lieben. Macht's gut. Ciao.